Hallo meine Lieben und ein recht herzliches Willkommen zurück. Nachdem wir uns jetzt mal wieder halbwegs beruhigt haben, so nein, haben wir nicht, spielen wir noch mal eine Folge, weil es so schön ist, Cities Skylines. Ich bin und natürlich... danach könnt ihr euch auf ein anderes, auch sehr geiles Spiel. Ich bin ja nicht alleine, sondern ich habe heute wieder Unterstützung dabei. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wie geht's denn deinem Städtchen? Also ich kann mich nicht beklagen. Du kannst sie nicht beklagen, das freut mich aber. Dann kann ich mich ja umso mehr beklagen. So. Das Schlimme ist, wenn ich ja dann aber hinterher über die Autobahn expandieren muss, wie soll ich das denn machen? Da muss ich eine Brücke bauen, da ist ja dann noch mehr Stau als ohnehin schon. Nein, auf der Autobahn fahren sie auf jeder Spur. Ja, auf der Autobahn, aber ich muss ja eine Brücke über die Autobahn bauen. Oh Gott, nein. Ja, das denke ich mir auch. So, ich weise hier jetzt hier nochmal ein bisschen Wohngebiet aus und ein bisschen Gewerbe. Weil Gewerbe ist toll. Ne, die Wörter ist ganz, ganz toll. Eigentlich kann ich aber auch meine Stromleitung hier aber auch mit dem Großteil abreißen. Die Stromleitung hier, die ist viel zu lang. Die kann eigentlich schon deutlich kürzer sein. Ich reiße jetzt ja auch mal den Großteil der Stromleitung ab, weil eigentlich ist ein Großteil der Stromleitung einfach nur noch unnötig. Ja, der Stromleitung ist weg, so. Gebt mir euer Geld, gebt mir euer Geld, gebt mir euer Geld. Brauchst du Geld? Bisschen. Okay. Wieso haben die schon wieder Probleme mit Strom? Wollt ihr mich verarschen? Diese Leute wollen mich immer verarschen. Ich weiß, ich merk's. Kommt schon, dann bleibt bitte so weit im Plus bei den 5000, dann kann ich nämlich demnächst das Kohlekraftwerk bauen, dann habt ihr wieder Strom, ihr dämlichen Arschkranken. Beep, 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 beep. Ich bin im Minus. Ich doch nicht. Das kommt wahrscheinlich gleich. Habe ich ein Darlehen? Ach, verdammt! Och ja, guten Darlehen, das ist immer gut. Och, kann ich ja gar keins nehmen. Och, welch ein Wunder. Na dann warten wir noch ein bisschen. Ich meine, ich habe ja Zeit, ne? Zur Not geht meine Stadt wieder unter. Ich bin es gewohnt. Und du bist einfach auf der einen Seite meine Stadt alles geht immer füllt. Unter. Ja. Unter Wasser. Ja, meine Einwohner sind es gewohnt. Die müssen das abkönnen mittlerweile. Den wird schon gesagt, wenn sie hier einziehen, seid ihr auch daran gewöhnt, dass ihr dann teilweise da sitzt und habt keinen Strom oder ähnliches. Also kein Strom, kein Wasser und nix. Und wenn sie damit nicht klarkommen, dürfen sie hier nicht wohnen. Dann werden sie abgewiesen, werden sie abgeschoben. In ein anderes Land. Genau. Dann müssen sie zu dir ziehen. Ja, weil ich freue mich immer, wenn ich neue Leute bei mir in der Stadt habe. Und ich freue mich, wenn ich Leute abweisen kann, damit ich mal Wasser habe. Und Strom. Leon. Hoffentlich verreckst du dran. War natürlich noch Spaß. Wie viel Strom produziert ein Kohlekraftwerk? Das wird mir hier nirgends vorangezeigt. 40. Eine fortschrittliche Turbine produziert 20. Frage ist, lohnt sich dann die Turbine? Die auf dem Wasser? Nein, weil von 0 bis 20. Nee, in den richtigen Bereichen produziert sie genau 20.
Ja, sie kostet mehr, also ein bisschen weniger, aber produziert halt die Hälfte noch. Naja. Ich glaube, ich habe einen Stromverbrauch von 157 Megawatt und habe eine Stromerzeugung von 125 Megawatt. Das ist jetzt. Das sind jetzt minimale Unterschiede zwischen. Ohne müssen aber die eine Seite alles. Ja, ich habe geschätzt, ich habe geschäftige Kleinstelle nicht mal geschafft. Hier. Dann können wir jetzt sogar endlich mal ein richtig protziges Kohlekraftwerk bauen. Oder so ein Ölkraftwerk bauen. Ölkraftwerke sind sehr nützlich. Okay, gekauft. Geil. Außer du hast einen sehr steckenden Verkehr. Willst du mich verarschen? Die brauchen halt auch Ware. Und bei mir kommt die ganze Zeit keine Ware an, weil dieser Scheißverkehr mich am Arsch lecken kann. So geht's mir die ganze Zeit. So geht's meinem Kohlekraftwerk. Alter! Wollt ihr mich eigentlich gerade verarschen? Liefert, er importiert Erz. Okay, Erz brauche ich nicht. Was importiert? Okay, der ist mal weggespawnt, der ist auch weggespawnt. Bei mir spawnen einfach alle. Bei mir gehen einfach alle wieder weg. Öl gespeichert für 7 Wochen. Okay, das reicht. Dann bin ich eigentlich dann beim nächsten Meilenstein. 7000 Ei, oh Gott, dann gibt es die U-Bahn, ach du heilige Scheiße, das kostet ja noch mehr. Wie soll ich mir das denn leisten? Oh Gott, und da muss ich auch noch eine Sauna bauen und sowas, oh Gott. Ich kann ja nicht mal meine Bevölkerung warm halten, wie soll ich mir denn dann... Was denn meine Bevölkerung, die sitzt im Kalten. Ich meine, sie hat es auch nicht anders verdient, von daher. Aber das musst du eher nicht sagen, du musst das ja nicht wissen. Die dumme Bevölkerung. Auch bei mir brennt es nochmal wieder im Wohngebiet, na dann. Die müssen das auch abkönnen. Brände sind ja an der Tagesordnung. Ey, weißt du, was das geil ist? Ich habe jetzt ein Polizeiding hier gebaut, so eine Polizeistation. Mhm. Und direkt daneben wird gerade überfallen. Und die fahren dann nicht mal hin. Die fahren einfach an der Straße vorbei. Alter, schlaue Polizisten. Hast du auch schon eine Uni gebaut? Das wäre vielleicht hilfreich. Dann wissen die auch mal, wo der Überfall stattfindet. Nein, habe ich noch nicht. Aha. Alter! Irgendwie habe ich das bringt mir sowieso nichts. Das bringt mir sowieso nichts. Das bringt mir sowieso nichts. Irgendwie habe ich jetzt das Bedürfnis, irgendwas an meiner Stadt zu machen. Alter, die meisten Leute haben noch nicht mal eine Grundschulausbildung. Wie soll dann eine Universität helfen? Okay. Aber ich glaube, deine Polizisten, die haben aber, glaube ich, zumindest schon mal eine Grundschulausbildung. Gehe ich hier was davon aus, oder? Nein, ja, wir haben wahrscheinlich gar keine. Oh Gott, dann importiere ich besser keine mehr. 55% meiner kompletten Einwohner sind ungebildet. 29 davon sind gebildet und 16% sind gut gebildet. Bei mir. Wo steht denn das? Statistik? Wo steht das? Nicht doof? Bei Bildung. Das ist so ein Buch. Ja, genau, stimmt. Infoansichten, genau. Bei mir sind 50% mit Abschluss. 23% sind gut gebildet, 25% sind gebildet und 52% sind ungebildet. Alter. Boah, geht's meiner Bevölkerung gut. Die sind ja alle voll die Hälfte. Wie viele Leute sind ungebildet? 52. Alter. Also bei mir sind 43% der ganzen Bevölkerung mit Abschluss. Oh, okay, das sind bei mir mehr. Bei mir sind bei mir sind 50%. Also Grundschulabschluss meiner Bevölkerung sind 44. Der als ob du noch so einen geringen Grundschulabschluss hast. Nein.
ein. Das ist halt das Geile. Ja, mein wirklich Mann. Mann, mein Strom geht zur Neige! Alter. Ich guck mal, wie es bei mir aussieht mit der. Also, bei mir haben 50% den Grundschulabschluss. Und 36% haben den Oberschulabschluss und den Universitätsabschluss 0%, weil ich keine Uni habe. Ich kann sie mir ja noch nicht, ich kann sie ja noch nicht mal bauen, von daher. Also eigentlich sollte ich vielleicht mal irgendwas bauen, aber ich weiß nicht, was jetzt am sinnvollsten ist, bevor ich das so, dass ich nicht ins Minus abrutsche. Hast du eine Idee, was... keine Ahnung. Ich hab gerade das Budget von einem... Also von einer... Von der Produktion hoch. Komplett. Aber es produziert halt schon wieder gar nicht. So's. Natürlich, so muss das. Natürlich, so muss das. Wir sind ja hier nicht in Wünsch dir was. Wir sind hier nicht bei den Profis, wir sind hier bei den Noobs. Nee, wir sind hier bei den Oberprofis. Wir sind hier bei den Oberpros hier. Wir sind bei den Leuten, wo die ganze Zeit das Geld ausgeht. Wir sind bei den Leuten, die permanent ins Minus abrutschen. Ja, ich bin wieder im Minus. Ja, Meister, komm, ist online. Jetzt machen wir aber noch die Folge zu Ende. Auf jeden Fall. Ich lade nur schon meine Party ein. Du weißt schon, dass es meine Party ist. Meine Party. Ich bin der Rabatt. So, das da. Also ich bin im Minus. Wirklich im Minus. Wirklich einfach. Ich bin einfach weiter im Minus. Du laberst was von Minus. Ich muss mich ja wieder beklagen. Naja, wobei ich weiß, aber die ganze Folge hier, aber bisher war ich im Plus. Warum habe ich ein Minuspotenzial bei Bevölkerung bei 1500? Ich habe keine Ahnung, ne? Darf ich Meisterkomm schon mal einladen, damit wir gleich alles vorbereiten können? Ist doch schon alles vorbereitet. Die Stromleitung kann ich abreißen. Für das langweiligere Let's Play von beiden. Für das geilere Projekt von beiden. Aber wenn du keinen Bock hast, ich zwinge dich dazu zu spielen, dann lass es. Ich spiele das auch schon wieder nicht. Ich gehe gerade im... Ich glaube... Oh, du spielst gar nicht mehr, ja, dann mache ich das Let's Play ja dann ab jetzt eher alleine weiter, na dann. Also, mein Lieben, ihr habt's gehört. Ich spiele das Spiel nicht, das heißt, dass ich nicht mitmachen will. Das heißt, dass ich nicht mitmachen möchte. Wenn du das Spiel nicht offen hast, bedeutet das für mich, du hast keinen Bock drauf. Abwasserrohr hin. So, zack. Haben wir auch. Dann sollte jetzt das Problem Wasser auf. Weißt du, was das geil ist? Gott, Wasser ist auch gelöst. Abwasserproblem ist auch gelöst. Alles ist toll. Im Moment keiner ein. Ich brauche aber im Moment immer noch am meisten Gewerbe. Dabei besteht eigentlich die Hälfte meiner Stadt aus Gewerbe. Alter. Wer ist das jetzt? Hi. Bitte sei ein bisschen leiser, weil wir machen gerade einen Let's Play. Das ist okay. Wenn es okay wäre für Eikert, keine Ahnung, gleich
So, das klappt, das klappt. Warum bin ich schon wieder im Minus? Ja, sein Teil ist wieder abgekackt. Wird ein Kacke ab da, oder? Nee, sein Internet ist wieder abgekackt. Sein Internet ist heute. Ist heute unheimlich zuverlässig. Ja. Ja, also, nee. Also darf kommt er denn mitspielen oder nicht? Wer wo? Du, ob du gleich mitmachen darfst. Bei wo denn? Bei World of Tanks. Achso, ne? Ja. Ja, nee, ja, hat er ein bisschen gehakt, deswegen. Ja, ich bin auch rausgezogen wegen. Also meine Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ja, schreibt wie immer rein, dass. Namen habe ich wieder vergessen. Der eben aufgehört hat, damit es zu spielen, scheiße ist und alles ist gut. Also bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Yo, Alter, ich habe nicht aufgehört, weil das so scheiße ist, sondern weil ich einfach mal was anderes spielen möchte. Aha. Also wie gesagt, wir könnten ja sagen, dass es ein spezieller Gast ist. Er hasst das Spiel, er mag es nicht. Also ciao, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.